Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA 14. So, wir haben zwei Nachrichten im Büro, die gehen wir natürlich mal durch. Norwegen will uns als Nationaltrainer. Das lehnen wir ab. So, bestätigen. Nachrichten von Spieler Lennart Hay, können wir über mein Gehalt sprechen? Hey Trainer, ich finde, ich habe mich ziemlich verbessert und würde gerne über mein Gehalt sprechen. Wenn man bedenkt, was ich im Team für einen Wert habe, sollte ich mehr verdienen? Ich würde es sehr zu schätzen wissen, wenn Sie mal meinen Vertrag anschauen könnten. Tai, das mache ich sogar. Bist ein guter Junge. Deswegen schaue ich da gern mal rein. So, Tai. Wo bist du denn? Da ist er. 7.000, wie viel will er? 25.000, leck mich am Arsch. Das ist einiges. Aber, würde ich mal sagen, das machen wir. Er ist ein guter Spieler, der soll uns erhalten bleiben. Aber ich muss hier echt mal umdingsen nochmal, dass ich auch die 25.000 hier bewerkstelligen kann. Ich mache mal so jetzt. So, ich werde auch dann ein paar Spieler auf die Transferliste packen, die ich wirklich nicht oft hernehme. Und um ehrlich zu sein, auch nicht brauche, dass ich halt einfach mal wieder Platz habe, dass ich vielleicht neue, gute Spieler holen kann. Und meinen Kader vielleicht wieder ein bisschen verjüngen. So, 25 Dappen. Ich habe immer noch zu wenig. Das ist ja brutal. Das ist ja brutal. Wie viel Geld habe ich denn oder wie viel mache ich denn hier fertig? Okay. So, aber jetzt bitte. Das muss doch verlaufen hier. So, wo ist er denn? Baumjohann. Tai, da ist er. So, aber ich will dich 3 Jahre, Junge. Es ist schon mal sicher. Torprämie kriegst du. Wichtiger Stammspieler. Das ist immer gegeben. So, ich guck auch mal, welche Spieler ich verkaufen werde. Tai ist extrem teuer. Der kann natürlich ausgeliehen. Mohamed bleibt da. Nering Gödner bleibt da. Heller bleibt da. Bowl, der will sowieso aufhören nach dem Vertrag. So wie ich weiß. Deswegen ist er auch nichts wert. Bartels bleibt. Ratzkowski bleibt. Oder? Ich könnte Bartels verkaufen. Ja, auf die Transferliste setzen. Er ist gut, aber da haben wir neuen Zuschlag, würde ich mal sagen. Ratzkowski bleibt. Meier hat mittlerweile 1,5 Mille. Das ist brutal. Ofosu, der bleibt. Der wird auch noch gut. Zierreis bleibt. Himmelmann bleibt. Daube. Was bist du? Zentrales Mittelfeld. Hat er 71, aber ich nehme ihn kaum noch her. Weil ich eigentlich die Jungspieler hier bringe. Setze ich mal auf die Transferliste. Schindler. Rechtes Mittelfeld. Verkauf ich. So, Ritten, Stürmer. Auf Transferliste setzen. Er ist nicht gut und keine Ahnung, hat irgendwie auch nicht die Möglichkeiten hier besser zu werden. Ralte, linkes Mittelfeld. Verkaufe ich, glaube ich, auch. Auf Transferliste setzen hilft ja nicht. Martin. Brauche ich eigentlich auch nicht. Auf Transferliste setzen. Ist einfach so. Legnani, Donnarzyen. Baumjohann bleibt. Zillner bleibt. Brosciuk bleibt. Dele. Der ist verliehen. Obafemi ist auch verliehen. Schröder bleibt, weil verliehen auf Transferliste. Okay. Dann passt es so mal weit mal. Ich muss ja ein bisschen vorsorgen, ist ja bald so Saisonende. Abgelehnt. Ich habe ja meinen Vertrag durchgelesen, aber ich bin mit den Konditionen nicht einverstanden. Grund, meine Gehaltsvorstellungen wurden nicht erfüllt. Ich bin ein wenig enttäuscht über diese Saison. Abwägen. Hä? Ich habe doch 25.000 reingesetzt. Och nö, Pressekonferenz, verfluchte Axt.
Muss ich nochmal gucken dann. So, ich motiviere unsere Leute nochmal. Gegen Mainz spielen wir als nächstes. Gegen Mainz. Bin ich gespannt, wo sind die eigentlich in der Tabelle? Wo sind wir in der Tabelle? Das ist die bessere Frage. Wir sind immer noch Platz 11. Das hat uns eigentlich gar nichts genützt, dass wir hier gewonnen haben. Mittlerweile sind die Champions League-Ränge auch durch. Und Mainz ist letzter. Ja, schön. Da können wir natürlich gut aufdrehen, würde ich mal sagen. Und unsere Tordifferenz vielleicht noch ein bisschen anheben. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Deswegen sag ich mal, nee, das sage ich noch nicht. Ich gucke erst noch mal in die Mannschaft. Ich habe hier schöne Aufwärtstendenzen. Aber Baumjona immer noch nach unten. Mann, hier kann man es auch nicht recht machen, Junge. So, ich pack mal Ofusu wieder rein. Der braucht mal wieder einen kleinen Schub hier nach oben. Auch wenn er momentan formmäßig nicht so gut ist. Ich glaube einfach an ihn. Ich nehme Zillner wieder standardmäßig raus und bringe Drost wieder. Das ist, glaube ich, eine bessere... Oder mal ein bisschen durchwechseln ist ja nicht verkehrt. So, Mohamed bleibt drin. Lenjani, linkes Mittelfeld. Haben wir hier überhaupt noch Linksverteidiger? Ich bringe mal wieder Schachten. Der hätte es mal auch wieder verdient, dass er hier ein bisschen Aufstieg miterlebt. So... Noch jemanden? Na, ich nehme mal... Lass ich Broschiuk drin? Lass ich nicht drin? Ich könnte Heller noch ein bisschen aufbauen. Das mache ich aber, glaube ich, lieber in den Testspielen. Meier ist momentan ein bisschen krank. Ist ja auch nicht schlimm. Wir haben ja genug Ersatz. So, wie lange ist der eigentlich noch krank? Muss ich eigentlich mal gucken. Nee. So, wo ist es denn? Boah, wieso steht das hier nicht drin? Das ist doch mies. Totale Scheiße hier. So, egal. Wir spielen einfach mal. Gegen Mainz 05, das wird man doch hoffentlich gewinnen. Wir in Braun, die in Weiß, bitte. So, und wir spielen gleich mal bei heiterem Wetter auswärts in Mainz. In Mainz ist doch auch schön. So, Kulikas darf hier schon wieder laufen. Oh, gerade noch durchgekommen. Verflucht. Lauf, Junge. Nein, was machst du? Ah, wo läufst du denn hin? Ja, das kann ich eh schon wieder vergessen. Überspringe ich einfach mal. So. Mainz gegen FC St. Pauli. So, Mainz mit dem Anstoß im heimischen Stadion. Sei es ihnen vergönnt, wir gewinnen sowieso. Da müssen sie ein bisschen die Anstöße trainieren. Direkt von Anfang weg. So, gut gemacht, gut getrennt. So, Donnerhack. So, schönes Passspiel nach vorn. Versuchen wir einfach mal wieder das Spiel hier ein bisschen aufzubauen. So, schön gemacht. Ofusu. Ah, verliert hier den Ball, leider. So, Kopfballduell gewonnen. Distanzschuss, aber direkt in den Verteidiger. Es hilft natürlich dann weniger, wenn man direkt in den Verteidiger schießt. So, Mohamed schon wieder am Ball. Mohamed, Drost. Oh, wird hier gefoult. Elfmeter. Klare Entscheidung. Klare Entscheidung. Total umgenietet. Unser junger, ja, Newcomer, muss man sagen. Wird hier total umgenietet. Übel. So, Ofusu darf treten. Und drin. 1:0. Zwar ein Elfmeter-Tor. Siebte Minute. Passt aber wunderschön. Vor allem, dass es Ofusu getreten hat. Der braucht sowieso momentan ein bisschen Aufschwung. Der ist momentan ein bisschen deprimiert. So, ja. So ein Elfmeter ist nicht unbedingt spektakulär, aber drin ist drin. Und wir sind 1:0 vorn. Und das gefällt mir dann umso besser. So, Verhoek holt sich gleich mal den Ball. Wird hier aber schon wieder massiv angegangen. Mainz hier sehr ruppig heute unterwegs. Die steigen ja sowieso ab. Die können gar nicht mehr irgendwie weiter nach vorn kommen. Schachten wird hier schon wieder gefoult. Gelbe Karte, oder? Ja, klare Sache. Da muss der Schiri mal endlich durchgreifen. Und da auch noch wegen Lamentieren. Wieso denn nicht?
Ach so, nee, wegen der Aktion gegen Verhoog. Aber wo er sich nicht fallen ließ. Gefällt mir, wenn sich ein Spieler nicht fallen lässt. Wenn er wirklich versucht, hier die Aktion weiterzuführen. Also zwei gelbe Karten, 11 Meter gegen Mainz. Also die sind wirklich, wie soll man sagen, sauer auf sich selber. Oder auf die Bundesliga, dass sie hier absteigen. Das ist natürlich klar, aber die tricksen hier trotzdem. So, Baumjohann haut das Ding hier mit Gewalt, mit der Faust hier weg. So, kommt schon. So, gut gemacht. Ball nach vorn, Verhoog nimmt ihn dankend an. Da, verliert ihn aber. Gegen den Verteidiger. Mainz sehr weit nach vorn gekommen, vorn gerückt. So, was machen sie hier rechts? So, kommt, geht ran. Ah, ins Ausgespielt. Einwurf Mainz. Hilft nicht. So, ran hier. So, und nach vorne mit dem Ding. So, Drost läuft mit. Ah, fuck. Was ist denn hier los? Ja, gibt Situationen, da ist man immer leicht überfordert. Na, der Ball kommt leider nicht in die Mitte. Der Verteidiger war einfach zu da dran. So, Drost. Drost bleibt dran. Der macht ein gutes Spiel. Gefällt mir. Der gibt hier echt Gas heute. Dem macht es heute echt Spaß. Der wird echt gut. So. Ja, Fehlpass. Den hätte ich mir aber vorher schon stecken können. So, bleibt dran, Leute. Nee, 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 so nicht. Oh, umgenietet, aus Versehen. Ah, noch eine gelbe Karte. Brutal, gut, ne? Drei gelbe Karten jetzt schon. Da bin ich ein bisschen ruppig reingegangen. So, aber da metzelt Mainz einfach mal den Ball da drüber. Haben sie aus diesem Freistoß nichts machen können. So, Gütner, auch jetzt gelb vorbelastet. Ah, Ofusu verliert hier den Ball. So, kämpft aber hier. So, Ofusu hat hier gefoult. Jetzt glaube ich es aber bald. So, mach mal hier. Nö. Lassen Sie sich wieder mal Zeit mit dem Freistoß. Wieso nicht? Joa. Aber dafür donnern sie ihn ziemlich weit nach vorne. Brusciuk war da. Oder auch nicht. Nicht richtig. Ah, da geht er rein. Moritz haut hier das Ding rein. Ah, Baumjohann wird hier irgendwie nicht glücklich momentan. Ich weiß aber auch nicht wieso. So, da lassen wir natürlich die Köpfe nicht hängen. Nee, das nehmen wir als Motivation und versuchen hier Mainz nochmal eins reinzudrücken. So, komm schon. Muss doch möglich sein. So, schön. Von Gödner. So, nach vorne damit. Oh, Fehlpass. Aber Ofusu holt sich das Ding. Verliert ihn aber gleich wieder gegen den Mainzer. So, gut. Nähring. Nähring geht hier rechts. Um wie der hier geht. Er gibt da voll Stoff. Ah, kann aber die Flanke hier nicht reinbringen. Weil der Verteidiger doch aufpasst. Ofusu darf hier die Ecke treten. Ecke kommt. Ah, kommt hier nicht anständig dahinter. Alter! So, Verhoog holt sich den Ball gleich wieder. Ah, verliert man aber gleich wieder. Schade. Na, Mohamed, komm schon. Gut. Gut dran geblieben. Gefällt mir. Schachten. Na, jetzt müssen wir mal wieder ein paar abgeklärte Pässe hier spielen. Einfach mit der Ruhe. So, gut nach vorne. Nähring am Ball. Kommt hier durch zum Flanken. Die Flanke kommt. Und, oh, an die Latte. Und, ah. Oh. Wer hier hat hier daneben geköpft? Das gibt's ja nicht. Der Torwart kann den Ball nicht kriegen. Übel. Übel. So, wir haben eine Ecke.
Groß darf diese Seite hier treten. Ball kommt. Aber nicht gut genug. Ah, schade. War sein schlechter Fuß, so wie es ausgesehen hat. Nee. Einwurf. Mainz. So, Mainz kommt. Gefährlich ans Tor. Nee, doch nicht. Der Ball war zu weit nach vorn. So, immer noch 1:1. Gleiches Halbzeit. Nicht mehr lang. So, Drost wird hier losgeschickt. Komm, Schaltengang hoch. Bring den Ball anständig unter Kontrolle. So, oh, schön gekopft von Kolikas. Macht Spaß. 5 Minuten Nachspielzeit in dieser ersten Hälfte. Ist ja übel, aber die 5 Minuten sind auch schon vorbei. So, Verhoog am Ball. Verhoog immer noch. Kann hier eine Flanke bringen, die ziemlich verkorkst war. So. Abstoß. Kurze Variante. Wieso nicht? So, Mainz immer noch im Ballbesitz. Versuchen hier natürlich hier nochmal ihrerseits hier durchzukommen. Schaffen es auch bis zu einem gewissen Grad jetzt. So, bis zu dem Fehlpass. So, Drost am Ball. Halbzeit. Es steht 1:1. Und sehr viele gelbe Karten bis jetzt schon. Das ist brutal. Ja, das ist natürlich schon derb. So, nächste Halbzeit. Anstoß für St. Pauli. Und versuchen hier natürlich jetzt wieder Gas nach vorn zu geben. Ah, verlieren wir hier den Ball. So, kommt schon. Drost macht es faul. Ja, wir haben auch einen sehr strengen Schiri mittlerweile. Also nach 3 gelben Karten. Der will natürlich hier Ruhe und Frieden auf dem Platz. Na, Verhoog. Oh, 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 oh. So, was machen sie da? Die Mainzer, nicht viel. Oh, wird man niedergestreckt. Kommt da die nächste gelbe? Oh, doch nicht. Da hat er sich doch nochmal anders entschieden, der Schiri. So, Baumjohann macht hier diesen Freistoß. Ganz kurz und knapp. So, lauf vor hoch, komm. Lauf dem Ball nach, das geht. Oh, mit Glück hätte man den sogar annehmen können. So, Ofusu verliert hier den Ball, wird auch massiv gestört beim Annehmen. Na, Einwurf für uns, für St. Pauli. Da können wir nochmal machen. So, aber Mainz wechselt hier erstmal. So, Ofusu verliert hier den Ball, aber einen Einwurf haben wir. So, ab zu Verhoog. Flanke kommt. Ah, Drost am Ball. Distanzschuss und drin ist er. Wunderschön. 57. Minute. Drost zum 2:1. Wunderschön. Gut gemacht. Der Junge rentiert sich. Der rentiert sich echt. So. Mainz versucht hier gleich wieder den Druck aufzubauen auf uns. Aber da lassen wir uns nicht beirren. Verhoog hat schon mal wieder den Ball. Na, wird hier aber auch schon wieder massiv gestört. Kann sich aber gut durchsetzen. Kann die Flanke bringen. Ah, aber zu nah an den Torwart. Den grapscht er sich einfach mal aus der Luft. Ganz einfach. So, weiter Ball in unsere Hälfte. So, Ofusu am Ball. Verhoog. Ah, wollt zurück auf Ofusu, der aber zu weit nach vorn gelaufen ist. So, Mainz mit dem Doppelpass nach vorn. Gut ein paar Leute überrumpelt. Oh, gut geklärt noch. Ecke aber für Mainz. So, Mainz wechselt auch nochmal. Oder nochmal. Damit haben sie schon 2 Einwechslungen. Ah, was mache ich denn? So, daneben. So, machen wir mal weit hier. Probieren wir es mal. Aber das Kopfballduell wurde verloren von unserem Spieler.
Ich weiß gar nicht, wer es gerade war. So. Oh, Mainz kommt hier nochmal ans Tor. Vorbei. Baumjohann hat auch gut den Raum zugemacht, dass da nichts ging. Hat das Tor ziemlich verkleinert. So, jetzt machen wir aber die kurze Variante. Die liegt mir besser. Da ist der Ballverlust nicht so hoch. So, Verhoog am Ball. So, Einwurf. Da wurde rausgegrätscht. So, Nähering. Schön rübergegeben. Auf Mohamed. Aber eine Ecke. Wir gucken aber erstmal in den Kader. Drost ist verletzt. Das gefällt mir mal gar nicht. Oberschenkelzerrung. Oh Mann. Ich hoffe, dass das nichts Bleibendes ist. Weil wenn das was Bleibendes ist, dann bin ich am Arsch. Dann habe ich nur noch einen offensiven Mittelfeldspieler. So, rechtes Mittelfeld. Ofusu macht eigentlich ein gutes Spiel. Den will ich eigentlich fast drin lassen. Lass ich auch. Mohamed, linkes Mittelfeld. Kommt raus. Radzkowski kommt rein. Und Obi-Fami darf wieder mal für Verhoog spielen. Keine Ahnung, Verhoog enttäuscht mich ein bisschen. Ist aktiv hier vorm Tor. Muss man zugeben. Aber, wie soll man sagen, nicht mehr torgefährlich. Ofusu tritt hier. So. Mainz wieder im Ballbesitz. Macht hier das Spiel natürlich schnell. Weil sie hier Platz haben. Aber nichts gibt's. Wir passen auf. So, neu formieren. Schon wieder Vorteil laufen gelassen vom Schiri. Das ist ja brutal. So, Mainz nochmal. So. Na, bringt den Ball weg. Immer diese Ungereimtheiten. Schon wieder ein Foulspiel. Nicht Elfmeter. Nicht wirklich. Oh Mann. Ja, okay. Komm, Baumjohann, den hältst du. Wo geht der hin? Links oder rechts? Links oder rechts? Links. Nee, Mitte. Mitte war der. Mist. Immer diese Mittenabstauber. Mann. 2-2. Jetzt gehen wir hier Gas nach vorn. Es gibt's ja nicht. So, Radzkowski macht den Ball hier ins Aus. Das ist natürlich doof. So, dranbleiben. Gas geben, Jungs. Ein paar Minütchen haben wir ja noch. Wir haben frische Kräfte auf dem Feld. So. Komm, Ofusu. Obi-Fami, komm schon. Nee. So, gut gemacht. Zillner, du bist im Abseits. Obi-Fami. Na, komm schon. So, Mainz drückt hier auch natürlich gut noch hin. So, komm schon. Gut abgelenkt, was zum Fehlpass wurde. Du stehst schon wieder im Abseits. Verfluchte Axt. Du läufst immer zu früh los, Junge. Oder ich spiele die Pässe zu spät. Könnte auch sein. Verfluchte Axt. Das Timing muss bei ihm noch schön langsam ins Sitzen kommen. Bei Obi-Fami. So, Mainz schon wieder im Ballbesitz. Gefährlich vors Tor. So, vorbei am Tor. Gut gemacht. So, einfach mal drauf auf den Ball. Mit Druck. Da kommen wir nicht durch mit dem Kopfball. Na, komm schon. Bleib dran. Na, es gibt's ja nicht. Holen wir uns so mühsam den Ball und dann solche Fehlpässe. So, Donnerhack. Na, komm, ey, was mache ich denn? Ich will ja das Spiel gar nicht gewinnen, so wie das aussieht. So, komm. So, komm schon, Kopfballduell gewonnen.
So, Zillner, komm schon, gib Gas. Ah, dann kommt der Pass hier nicht durch. Schade. Nochmal eine Aktion für uns. Ah! Komm, quetsch dich durch. Ah, schade. Es gibt's nicht. Es gibt es nicht. Brutal, diese Aktion gerade. Nein, Mainz kommt hier schon wieder. Gefährlich. So, Nering kann aber stoppen. Nach vorne damit. Ah, da ist Abpfiff. 2 zu 2 gegen Mainz. Mit 2 Elfmetern, so hat sich das ausgeglichen. In Gottes Namen, die Saison ist eh schon gelaufen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage ciao, bis morgen.